Während die eine Form der totalitären Herrschaft, die nationalsozialistische, verschwand von der Weltbühne nach 1945, ging die andere, die kommunistische Diktatur, gestärkt hervor aus dem Zweiten Weltkrieg. Darüber und über die Folgen für viele europäische Staaten lohnt es sich nachzudenken, auch was das für uns als Deutsche bedeutet, welche Verantwortung wir da haben. Ich meine, es bedeutet auch insbesondere, als Verantwortung zu begreifen, nie wieder über die Köpfe hinweg und auf Kosten kleinerer europäischer Staaten Politik zu machen. Etwa zulasten unserer polnischen Nachbarn, sondern wirklich die Selbstbestimmung aller europäischen Völker voll zu achten und für Freiheit und Demokratie in ganz Europa einzutreten. Das ist eine Herausforderung, die bleibt. Und auch gibt es Anlass nachzudenken über die Rolle einzelner Personen in der Geschichte. Wenn man sich ansieht, was kam mit dem Eisernen Vorhang über Europa noch 1945, das betrifft nicht nur Hitler, es betrifft auch Personen wie Churchill oder die Frage, welchen Einfluss hatte der Wechsel von Präsident Roosevelt zu Präsident Truman. Hier im Garten des Truman-Hauses gibt es dazu genug Anlass.